Auto oder den Tod. Sie sind ermordet worden von Ebert, Nutzke und den Leuten, die hinter ihnen stehen. So ist das. Und wie war das möglich? Worin besteht denn die Tragödie unserer Revolution? In unserer Schwäche, dem Fehlen einer revolutionären Massenpartei, die die Arbeit am Kampf führt und organisiert. Genossen, Karl und Rosa wurden ermordet. Die Reaktion geht aufs Ganze und will die revolutionäre Bewegung zu Boden schlagen. Jetzt heißt es, nicht nachgeben. Jetzt heißt es, Karl und Rosa zu schwören, dass wir ihr Werk zu Ende führen werden. Trotz alledem. Mit diesen Worten schloss Karl Liebknecht seine letzten Kampfrufe an das deutsche Proletariat. Wiederholen wir heute seine Worte als Gelöbnis. Trotz alledem. Trotz alledem.